Hallo Freunde und willkommen zurück zu Be a Pro. Und ich habe hier mal die Tabelle für euch aufgemacht. Wir sind auf Platz 3, haben ein Spiel weniger als der Tabellenzweite und müssen ran gegen den Tabellenersten, gegen Lautern. Und wenn wir da jetzt gewinnen, holen wir uns die ersehnte Tabellenführung. Wir haben nach wie vor immer noch 3 Gegentore über die Saison. Viele, viele, viele Unentschieden. Davon sehr viele 0 zu 0, haben deswegen auch erst 20 Tore. Aber wir können ja mal gucken, wie viel habe ich jetzt überhaupt gemacht in der Saison bis hier? 6 Tore geschossen und 6 vorgelegt. Also bin ich an 16 von 20 Toren beteiligt. Das ist ja dann schon mal eine ganz gute Ausbeute. Das schafft sonst nur Poldi bei Köln. Aber wir wollen mal nicht zu früh jubeln, denn wir haben ja noch ein paar Spiele vor uns. Es gab mal der 23. Spieltag. Da kann noch sehr viel passieren. Kack drauf, wir machen jetzt hier das Spiel um die Tabellenführung. Ach, da darf auch gerne ein hoher kommen. Dann bin ich nämlich durch. Wenn dann ein hoher Laufpass kommt, Steilpass ein schöner. Oh, stark gemacht. Und da fällt das Ding. Das ist doch mal ein Start nach Maß. Darauf ein Schluck Kaffee. So lasse ich mir das gefallen. Ja, also, dass wir so viele Fähigkeiten, so vor allen Dingen in den letzten 3 Spielen, dazu gewonnen haben, das macht sich wirklich bemerkbar. Weil wir haben ja irgendwie, ich glaube, 3 Fähigkeitspunkte allein in den letzten, also durchschnittliche Fähigkeitspunkte in den letzten 3 Spielen, dazu bekommen. Ja, es hat jetzt zu lange gedauert. Christian Fjell. Ah, das ist abseits, ne? Ja. Stark. Boah, ich gehe hier durch wie ein Messer durch die Butter. Ach, scheiße, das wollte ich unbedingt einen Flachpass ein Tor vorlegen. Das Gute ist dadurch, dass ich jetzt vor allen Dingen sprinttechnisch ein bisschen was dazu gekriegt habe, kann ich nämlich ganz genau diese Stärke ausnutzen. Darüber mache ich sehr viel. Ah. Aber siehst du, und schon wieder kriegen wir 3 Fähigkeitspunkte dazu. Schade. Der Pass war Zucker. Boah, ja, Lauf vom Pass weg. Nicht so schlimm. Wir bleiben nach wie vor im Ballbesitz. Stark. Fuck, fuck, fuck. Ah, schade. Ja, also diese Fähigkeitsverbesserungen machen sich wirklich, wenn man genug zusammen hat, echt bemerkbar. Zumindest jetzt hier bei etwas schwächeren Teams, wenn man nachher bei Mannschaften wie Real Madrid oder
Barcelona oder meinetwegen auch dem FC Bayern auf dem Platz steht, dann sieht es da natürlich ein bisschen anders aus. Da ist es dann gefühlt nicht ganz so zu spüren. Ui, das ist ja meiner. Ah, oh, scheiß Flanke. Die war Grütze eben, die Flanke. Aber wir haben sie im Griff. Ah, das dauert alles zu lange. Ich hoffe ja immer, dass die mir einen schönen hohen langen Steilpass spielen, aber irgendwie wollen die nicht so recht. Ja. Halbzeitstand 0:1 gegen den Tabellenführer. Kann man auch erstmal zufrieden mit sein. Es dauert jetzt auch wieder zu lange. Es wird jetzt Einwurf oder Ecke? Nee, Abschluss. Schade. Und jetzt gehen wir nach außen. Versuchen wir es mal mit einer schönen Flanke. Ecke. Komm, Mensch, wir haben gerade so eine richtig schöne Phase. Ich möchte endlich mein erstes Kopfballtor machen in der Saison. Na gut, dann macht's halt ein anderer. Pote. Also wie man auch an der Tabelle sehen kann, meine Defensive stand von Anfang an in der Saison enorm gut. Nur mit der Offensive hat es ein bisschen gehapert und jetzt seit ein paar Spielen ist die Offensive sowas von aufgeblüht. War das Ding frech? Geiles Teil. Schade, schade. Kriegt er den? Nee, den doch, er behält ihn. Nee, jetzt aber. Verdammte Hacke! Das hätte es doch werden können, mein erstes Kopfballtor in der Saison. Was war das? Ja, gut, da sollte der Laufpass dann auch nicht hin. Er sollte ein bisschen weiter raus, aber ist noch nicht so dramatisch. Ich habe mich verdrückt. Ich habe mich verdrückt. Scheiße, ich wollte ihn eigentlich schießen lassen. Aber ich kann ihm ja auch sagen, dass er abdrücken soll. Da habe ich mich vertan. Und in Ecke. Nein, keine Ecke, scheiße. Mhm.
Was jetzt? Och, nö. Ach, scheiße. Endstand 0 zu 2. Wir haben die Tabellenführung erobert. Ich bin vergeistert. Na gut, ich habe jetzt nicht so eine gute Bewertung wie in den letzten drei Spielen, aber zufrieden kann man trotzdem sein. Und bisher sind wir auch im Soll bei den Saisonzielen. Sehr schön. Nächster Gegner Karlsruhe SC. Gucken vorher mal, was denn jetzt die Tabelle zahlenmäßig hergibt. 45 Punkte nach 23 Spielen. Ja, ich bin vergeistert. 22 Tore. Wir holen langsam auch bei den Toren ein bisschen auf. Die Tordifferenz ist natürlich aufgrund der wenigen kassierten Tore entsprechend groß. Können wir mal, nee, Pokal sind wir ja rausgeflogen. Können wir auch die Bundesliga-Tabelle, nee. FIFA World Cup Qualifiers. Deutschland auf Platz 2 hinter Tschechien. Nicht schön. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten noch die erste Nominierung für die Nationalmannschaft. Aber das ist ein anderes Lied. Hier sage ich jetzt danke fürs Reinschauen, viel Spaß beim Kommentieren, Teilen, Liken. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.